Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Origins. Gut, dann auf zum nächsten Relais. Na, ihr? Hey, hast was für uns übrig? Okay. Jetzt oder nicht! Nacht. So. Zack. Kannst du mal weg? Wie gesagt, es geht tatsächlich angenehm schnell. Geht's da nicht hinten? Oh. Dann hol dir einen Kaffee oder sowas. Wir haben noch zu tun. Lass uns für heute Schluss machen. Mir fallen die Augen zu. Machst du Witze? Jetzt, wo die Bullen abgelenkt sind, ist der Tag der offenen Tür. Genau, mach doch mal was. Ich lass euer die Chance auf Reichtum nicht von dir versauen. Na gut, na gut. Nicht hier, nicht jetzt. Ja? Oben. Oder unten. Da scheint was zu sein. Okay, eine Etage tiefer tatsächlich nochmal. Hier drüben gibt's nichts zu sehen für dich. Naja, ist in Ordnung. Passt schon. Da drüben bewegt sich was. Dann schauen wir irgendwann nochmal hier in die Unter-, also in den Subway kommen. Damit wäre das weg. Ja, nehmen wir das mal als nächstes. War das wieder überirdisch? Bin schüchtern, tut mir leid. Auch immer so meine Weile. Ah, machen wir euch noch platt. Na, Batman ist das. Eine Knarre, wie unschön. Wir werden Spaß haben. Jetzt findet das. Da ist dieser Freak. Hol ihn. Vielleicht mal aufhören, auf mich einzuprügeln und sterben. Beziehungsweise bewusstlos werden. So, das war jetzt etwas länger gedauert, aber haben wir euch dann auch noch platt.
So, Relais, Relais, Relais. Ist hier aber echt gut erkennen. Das ist sehr angenehm. So, dann geht's da hinten wieder weiter. Und hier unten zu sein. Unterirdisch, oder? Ja. Alles klar. Zack. Wie gesagt, euch lasse ich tatsächlich jetzt erstmal. Will erstmal die Relais hier weg haben. Ah ja. Haben wir schon mal aufgeräumt? Zack. Noch eins. Werden wieder nette Sachen freigeschaltet. Hoffentlich mal. Ja, sonst nichts. Ob er das kämpfen kann im Gegensatz zu euch. So, damit haben wir die letzte Relais auch alle weg. Ist wieder was freigeschaltet. Auf jeden Fall ordentlich XP. Das ist doch schön. So, ich würde sagen, dann kämpfen wir uns mal hier so langsam darüber vor. Den Funkturm abschalten. Müssen wir wieder rein? Okay. Schalte den Freak aus. Okay. Ich bin dran. Bringt aber nichts. Ich entscheide, wann er jemand aufgibt. Bereit für Runde 3. Mal sehen, was du da. Oh, Vorsicht! Du zerstörst da gerade öffentliches Eigentum. Sorry. Kriegst du schrecklich eine Gemeinderatte? Wie vorhersehbar. Meinste? So, was haben wir jetzt hier? Von Battering rüberwerfen, muss es wieder ein ferngesteuerter sein. Sonderweise zu. Ich wette, das Ding zu steuern erfordert tiefste Konzentration. Ups,
Das tut mir leid! Ah, okay, ich glaube, ich hab's aber. Okay, wie können wir das mit dem langsamer machen? Ging's auch? Oh, die arme Tür. Du solltest dich bei ihr entschuldigen. Entschuldigung, Tür. Wohl kaum. Interessant. Dir beim Knobeln zuzusehen war die reinste Freude. Das nächste Mal wird es noch herausfordernder. Das ist kein Spiel, Enigma. Oh, aber das ist es. Eines, aus dem du jederzeit aussteigen kannst. Also stör doch bitte nicht weiter meine Arbeit. Die Funktürme sind eine Sache, aber meine Agenten, meine Daten, meine Netzwerkrelais, die gehen dich nichts an. Also verschwinde! Ach, ich meine, wenn das hier so rumsteht... So, The Bowery. Nur los? Achso. Ja, ist ja in Ordnung. Enigma, Hallöchen. 8% sein belastetes Material zu veröffentlichen. Gut, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ich würde gerne den Stufenaufstieg jetzt aber mal noch machen. Gehen wir hier wieder in mehr Panzerung. So, dann, wie gesagt, dann die Relais mache ich dann vielleicht mal irgendwie die andere Folge oder so. Müssen wir jetzt ja nicht irgendwie die ganzen Folgen am Anfang schon die ganzen Relais hier einsammeln, obwohl es halt wirklich angenehm schnell geht. Ab zum nächsten Missionsziel. Schauen wir mal, was die Karte hier für uns hat. Wenn wir mit der SIM-Karte hier was anfangen können. Euch kümmern wir uns dann später mal. Das Gebäude haben sie hier. Da kann man nicht meckern. Nächstes Jahr mische ich den Kessel raus. Ich habe mich für einen Selbstverteidigungskurs angemeldet. Ah ja, das ist gut. Armes Tuff-Tuff. Alles klar. Der Batman? Und das soll ich glauben? Ich muss die nächste Funkstation finden. Dann kann ich Pinguins Position triangulieren. Was zu tun hat, als unsere Ladung hochzunehmen. Zum Beispiel seinen eigenen Arsch zu retten. Wenn du dir das nächste Mal was ausdenkst, solltest du also hoffen, dass du es jemandem erzählst, der noch dümmer ist als du. Ach halt, so jemanden gibt's ja gar nicht. Mr. Cobblepot, ich schwöre, dass es die Fledermaus war. Er hat Ricky vom Dach des Uhrenturms genau in einen Weihnachtsbaum geworfen. Ist mir scheißegal, was du glaubst, gesehen zu haben. Wenn du nicht in 10 Minuten mit meinem Geld hier bist, rupf ich dir die Augäpfelchen raus. Und dann musst du dir nie wieder Gedanken über Sehen machen. Ist das klar? Ja, Mr. Cobblepot. Tut mir leid, Mr. Cobblepot. Den gibt's wirklich? Mischen wir mal. Okay, das mit dem Anschleichen scheint immer noch nicht so ganz zu funktionieren. Wie macht ihr das? Zeit, dem ein Ende zu machen.
verkloppen. Wer ist das doch nicht? So, dann will ich aber... Wo ist denn die nächste Karte, die wir hier unten? Hier noch schnell den Turm mir holen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Weil dann wird es mit der Karte noch bis zur nächsten Folge dauern. Wenn wir mal einigermaßen angekommen sind. Okay. Haben wir. Warte mal. Wir kämpfen gegen die Fälle. Du bist doch auch ein Opfer. Haut jetzt bloß nicht. Gezeigt, hä? Ich hab's ja diesmal ohne Schaden zu nehmen, ne? Wir reden? Nicht so wirklich. Na gut, dann, weiter. Aber der nächste Turm. So. Stellt sich die Frage, wo geht's rein? Können wir das Zeug dann da ausschalten? Muss ich da echt hier unten durch? Ja, da haben wir noch so ein Relais. Oder? Können wir das hacken? Halt nicht rein. Wenn ich es gehackt habe. Ah, okay. Kommen wir mal so rein. Ist klar? Dann stellt sich halt eben noch die Frage, wie kommen wir jetzt zu dem Punkt? Hab ich? Ich hab den noch. Wahrscheinlich brauche ich da tatsächlich erstmal den Dings für. Allerdings nervig wäre. Hier diese mit der Eisscholle. Fließstrahl. Wäre echt nervig. Das kann ich jetzt machen. Also wie es aussieht, brauchen wir den, um uns dann hier unten reinzuziehen. Gut, dann halt nicht. Dann gibt es da erstmal noch keinen Dings. Dann würde ich sagen, weiter geht's darüber. Wir müssen in der nächsten Folge erstmal den Funkturm. Und dann die zweite SIM-Karte. Passiert doch eh nichts. Das glaubst auch nur du. Hast du von diesem Typen aus Santa Prisca gehört? Soll aus 250 Kilo Muskeln bestehen. Ha, ich habe euch doch gesagt, es gibt ihn.
Ja, das war wohl Bane dann. 50 Kilo Muskeln. Auf jeden Fall sehen wir erstmal, was hier passiert in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.